Zu Hause im Internet surfen, das ist meist kein Problem. Aber wenn man unterwegs ist, dann ist es ja gar nicht so einfach, einen kostenlosen Internetzugang zu finden. Viele Städte ermöglichen zwar so einen kostenlosen Zugang, zum Beispiel Dortmund, aber nur an bestimmten Stellen und meist auch nur eine bestimmte Zeit lang. Es gibt aber auch die Netze der sogenannten Freifunker. Bürger, die anderen Bürgern ihr privates Netz einfach so zur Verfügung stellen, zum Beispiel in Witten. Jochen Dahlhaus aus Witten lebt in einem denkmalgeschützten Haus. Auch die Einrichtung ist museal. Vieles hier stammt noch aus Kaisers Zeiten und man glaubt, jeden Augenblick schaut das Dienstmädchen zur Tür hinein. Nur bei der Technik, da ist Dahlhaus ultramodern. Das ist der Internetanschluss des gelernten Elektronikers mit zwei Antennen. Denn Dahlhaus versorgt damit nicht nur sich selbst. Er ist ein sogenannter Freifunker, der die ganze Gegend mit kostenlosem Internet bedient. Als Elektroniker ist das eben halt interessant, wie das aufgebaut ist. Zum anderen hat das sicherlich auch eine soziale Komponente. Wenn man WLAN anderen Leuten zur Verfügung stellt, man weiß ja auch selber, wie das so ist, dann fehlt es einem irgendwo mal, im Urlaub beispielsweise oder irgendwie auch so unterwegs, wenn man irgendwelche Informationen abrufen will aus dem Internet. Rund 60 Freifunker wie Dahlhaus gibt es bereits in Witten. Auch in anderen Städten wächst die Szene. Dahlhaus hat sogar auf dem Dach seines Hauses eine Zusatzantenne installiert, die 250 Meter weit für schnelle Datenverbindungen sorgt. Freifunktechniker Harry Lippert kontrolliert die Reichweite, weitaus besser als bei anderen WLAN-Anlagen. Freifunk kann heutzutage wirklich jeder machen. Als das vor 10 Jahren angefangen ist, war das noch sehr kompliziert und den technischen Nerds vorbehalten. Inzwischen ist die Sache so sehr vereinfacht. Und wir als Betreiber des Freifunk in Witten helfen natürlich auch. Das heißt, wir veranstalten regelmäßige Treffen. Und wer dort vorbeikommt, kann bei uns entweder einen fertigen Router bekommen, den man nur noch mit Strom und eigenem Netzwerk versorgen muss. Oder eben auch dort eine entsprechende Anleitung bekommen, wie man eigenes Gerät für Freifunk tauglich macht. Nicht nur engagierte Bürger, auch Städte oder Firmen bauen für Nutzer kostenlose WLAN-Netze auf. Zum Beispiel in der Dortmunder Innenstadt. Ein so schnelles Netz, dass man zum Beispiel Lokalzeitvideos ohne Probleme sehen kann. Noch sind es nur ein paar Straßen und Plätze, aber bald soll die komplette City abgedeckt sein. Anders als bei den Freifunkern sind aber nur 30 Minuten kostenlos und man muss sich registrieren. Damit die Hemmschwelle größer wird, das Internet zu missbrauchen über unsere Access Points. Damit ich zum Beispiel nicht Videos austausche, die ich nicht austauschen darf. Oder sich kinderpornografische oder rechtsradikale Seiten ansieht. Die Registrierung ist der große Unterschied zum Freifunk. Ansonsten bleibt es für den Nutzer gleich. Bei uns im Studio ist Stefan Borggräfe aus Witten. Er ist Softwareentwickler und der Gründer der Freifunkerbewegung in Witten. Was haben Sie eigentlich davon, Ihr Netz anderen zur Verfügung zu stellen? Ja, zum einen ist da der Spaß an der Technik und ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Man lernt viele interessante Menschen kennen, hat man ja auch gerade im Beitrag gesehen, die Leute, die da mitmachen. Und es hat halt eine soziale Komponente. Man kann anderen Menschen auch helfen, wenn man sich vorstellt, jemand benötigt Internet und kann unkompliziert darauf zugreifen. Also Sie verdienen damit kein Geld? Nein, das ist nicht kommerziell. Wir machen das zum Spaß und um die Gemeinschaft zu stärken. Wie kann man denn jetzt Ihr Netz genau nutzen? Das ist ganz einfach. Auf jedem Gerät, was WLAN kann, kann man sich eine Liste von Netzen aufrufen. Und unser Netz heißt Freifunk. Mhm. Da muss man draufklicken oder drauf tippen mit dem Finger, je nachdem, was für ein Gerät ist. Und dann ist man schon bei uns im Netz. Aber dafür muss man in Witten sein. Das geht also nicht, wenn man in Dortmund ist. In Dortmund gibt es auch Freifunker. Es muss halt an einer Stelle sein, wo es Freifunk gibt. Man kann das im Internet nachschauen, auf Karten, die wir zur Verfügung stellen. Und ja. Dann kann man das Netz nutzen. Genau. Wir haben es gerade gehört, im Beitrag bei den kommerziellen Anbietern gibt es einen großen Unterschied, weil man sich da mit einer E-Mail-Adresse registrieren muss, damit, wie gesagt, die Polizei vielleicht im Fall des Falles nachvollziehen kann, wer da auf irgendwelchen illegalen Seiten surft. Bei den Freifunkern muss man sich nicht registrieren. Warum nicht? Gibt es bei Ihnen keine Kontrolle? Wir legen Wert darauf, dass wir ein freies Netz haben, was man einfach benutzen kann. Was der Herr von der Dokum gesagt hat, dass Sie kontrollieren, ob da Urheberrechtsverstöße geschehen, das ist ja nicht Aufgabe des Providers, sondern der Provider muss, wenn so ein Schadensfall beanstandet wird, dann entsprechend in die Verantwortung treten. Bei uns ist das der Freifunk Rheinland e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein, der ebenfalls Provider ist und der kümmert sich
um solche Beschwerden. Aha, das heißt also im Falle eines Falles, wenn man da so einen Verdacht hat, dann kann man sich an den dann wenden und der würde dann gegebenenfalls das auch weitergeben, an die Polizei irgendwelche Daten auch weitergeben. Genau, der muss sich auch an die Gesetze halten, wie auch jeder, der im Internet unterwegs ist, sich an die Gesetze halten muss. Ja, also man muss nicht jetzt irgendwie denken, wenn man bei den Freifunkern das Netz nutzt, dass man dann tun lassen kann, was man einfach so will. Oder von irgendwelchen illegalen Seiten. Die Gesetze gelten ganz normal natürlich. Sie privat, wenn Sie da privat mitmachen, sind aber sozusagen aus der Haftung raus. Das erledigt dann der Freifunk dann im Land. Der Freifunk ist so strukturiert, dass Leute, die mitmachen, indem sie einen Router aufstellen und so das Netz verbessern, dass sie keine Angst haben müssen, da zur Verantwortung gezogen zu werden. Die kommerziellen Anbieter legen ja auch Wert darauf, dass sie ein stabiles und ein schnelles Internet anbieten. Jetzt sind sie gerade mal 60 Leute da in Witten, die da mitmachen. Können Sie da überhaupt mithalten? Wir versuchen immer besser zu werden. Je mehr Leute mitmachen, desto besser werden wir. Und freut uns natürlich, wenn noch mehr mitmachen. Im Moment gibt es so zentrale Orte, zum Beispiel in Witten, die gut versorgt sind. Und wir haben natürlich das Ziel, das immer weiter zu verbessern. Also je mehr mitmachen, desto stabiler wird auch Ihr Netz. Genau. Dankeschön, dass Sie uns davon erzählt haben, Stefan Borgräfe, der Freifunker-Bewegungsgründer in Witten. Herzlichen Dank.